Die Geschichte, die dieser Film erzählt, ist ein Zukunftsbild. Aber keine technische Fabel mit Mondraketen und kreisenden Erdsatelliten, sondern das Abbild einer Zukunft, die morgen schon zur Wirklichkeit werden kann. Darum geht dieser Film jeden an. Und nichts wäre verhängnisvoller, als die Augen vor der uns drohenden Gefahr zu verschließen. Nach den furchtbaren Verheerungen, die der Atomkrieg des Jahres 1965 angerichtet hatte, wurde die Welt nur noch von drei großen Polizeistaaten beherrscht. Von Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Der Atomkrieg war abgeschafft, nicht aber der Krieg. Denn nur in einem nie endenden Krieg konnten sie rücksichtslos regieren. Den Krieg nannten sie jetzt Frieden. Liebe nannten sie Hass. Freiheit, Sklaverei. London. Mit seinen bombensicheren Ministerien war Hauptstadt von Luftzone 1, einer Provinz Ozeaniens. Alle in die Luftschutzräume begeben! Alle in die Luftschutzräume begeben! Wichtige Sondermeldung vom Ministerium für Frieden. Eurasische Raketenbomben im Anflug auf London. In Deckung! Alles in Deckung gehen! Alles in Deckung gehen! Alles sucht die Luftschutzräume auf! Alles sucht die Luftschutzräume auf! Sofort in Deckung gehen! Sofort in Deckung gehen! Raketenbomben bereits im Luftraum über London! Straße frei! Deckung nehmen! Straße frei! Gut gegangen. Ja. Thank you.
18. April 1984. Niemand führt heute ein Tagebuch, weil es ein todeswürdiges Verbrechen ist. Ich weiß es und trotzdem tue ich es wie unter einem geheimnisvollen Zwang. Seit ich zufällig dieses alte Tagebuch erwarb, ist es, als müsste ich alles niederschreiben, was ich sonst keinem zu sagen wage. Heute habe ich wieder dieses Mädchen gesehen. Ich bin sicher, dass sie mich beobachtet. Vielleicht stehe ich schon unter Verdacht. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Meldung. Die Saboteure Lewis und Sugel wurden vor wenigen Minuten in der Nähe des Victory Square verhaftet. Beide haben ihre Verbrechen bereits gestanden. Als Lewis festgenommen wurde, rief er mit lauter Stimme: Lang lebe der große Bruder! Sie sind ein Verräter, ein Gedankenverbrecher, ein eurasischer Spion. Ich erschieße Sie, ich liquidiere Sie, ich schicke Sie ins Uranbergwerk. Nicht doch, Selina, nicht doch. Nehmen Sie es ihr nicht übel, Vincent. Sie hat nämlich heute Abend bei der Jugendliga Spionagedienst. Verräter, Gedankenverbrecher. Wollen wir sie nicht hinbringen und dann vielleicht noch einen trinken? Warum steht Ihr Tisch hier in der Ecke, so weit vom Teleauge entfernt? Er hat direkt davor zu stehen. Irgendwie hat sie da recht, wissen Sie. Die entgeht aber auch gar nicht. Ich werde Sie melden müssen. Unsinn, Selina, Unsinn. Winston ist in Ordnung. Er hat nichts zu verheimlichen. Also, wollen wir gehen? Ja, gehen wir. 6748 Miss Winston. Vorschrift 6040. Mitglieder der äußeren Partei haben beim Verlassen des Hauses ihre Erkennungsmarke sichtbar zu tragen. Dies war die zweite Verwarnung. Ja, ich weiß. Kommen Sie. Ich bestelle zwei Gin. Ja, gut. Doch bitte zwei Gin. Schön. Nicht hier. Lieber da drüben. Haben Sie sie nicht erkannt? Nein. Jones und Rutherford. Ich dachte, die hätte man liquidiert. Leider sind sie noch am Leben, die Verräter. Sie haben doch gestanden, dass Sie während der Hasswoche voriges Jahr in Eurasien gewesen sind. Ja, deswegen kamen damals auch im Krieg die Rückschläge. Weil Sie wichtige Geheiminformationen verraten haben. Wieso hat man Sie freigelassen? GB hat Sie beide begnadigt. Wissen Sie das nicht mehr? Ach, wie er 25 Verurteilten zur Feier des großen Mittelmeersieges das Leben geschenkt hat? Nur der große Bruder kann so viel Größe zeigen. Dann waren Sie wohl in Sonderbehandlung beim Ministerium für Liebe. Natürlich, sonst wären Sie nicht hier. Die sind kuriert. Wir wollen lieber kein Interesse zeigen. Zwei Gin. Ja. Ach, vielleicht hätten wir gar nicht herkommen sollen. Ich habe immer ein unangenehmes Gefühl in der Nähe von Leuten, die nicht ganz gesund sind, verstehen Sie? Also, lang lebe der große Bruder. Lang lebe der große Bruder. Haben Sie was? Nein. Kaffee, bitte. Schön. Sie haben die Frau angesehen, als ob sie Angst hätten. Ich mag sie nicht. Wissen Sie, wer sie ist? Ja, sie arbeitet im Wahrheitsministerium, Abteilung für Dichtung, Herstellung von Büchern für die Massen. Aber Sie haben nie mit ihr gesprochen. Nein, sie beobachtet mich. Das braucht Sie doch nicht zu beunruhigen.
Ich meine, selbst wenn sie Mitglied der Gedankenpolizei ist, sie haben doch nichts zu befürchten. Stimmt. Es wird was durchgegeben. Wir bringen eine wichtige Mitteilung vom Liebesministerium. Der große Bruder ordnete die sofortige Wiederverhaftung der Hochverräter Jones und Rutherford an. Einmal Verräter, immer Verräter. Möchten Sie noch einen Gin? Nein, danke. Was ist mit Ihnen? Fehlt Ihnen was? Ja, mir ist nicht gut. Ich denke, ich spare mir den Schulungsabend heute. Die Zahl der Teilnehmer an der großen Bruder-Victory-Lotterie alle bisherigen Rekorde. Nach Abzug der üblichen Prozente für den Bombenschadenfonds war die Gewinnprämie die größte seit Bestehen der Lotterie. Hier sind die Nummern der Lose, die vom großen Bruder persönlich gezogen wurden. Der erste Gewinn, größer als jemals zuvor, fällt auf die Nummer 634921. Der zweite Gewinn, auch größer als in irgendeiner vorhergehenden Woche, fällt auf die Nummer 816374. Guten Abend. Guten Abend. Wissen Sie noch, wer ich bin? Sie haben vor kurzem das alte Tagebuch gekauft. Ja. Ich kam zufällig vorbei und dachte, schau mal hinein. Vielleicht findest du heute wieder eine Kleinigkeit, die du mitnehmen könntest. Darf ich mich mal umsehen? Aber gern. Was ist das? Oh, das. Das ist eine Koralle. Wahrscheinlich aus dem Indischen Ozean. Sehen Sie. Früher hat man sie oft so in Glas eingefasst. Das Ding muss 100 Jahre alt sein oder mehr. Es sieht wunderbar aus. Ja, es ist ein besonders schönes Stück. Selbstverständlich nicht nach unseren heutigen Schönheitsbegriffen. Es dient ja keinem praktischen Zweck. Verzeihen Sie. Ich bin ein alter Mann und... Wie viel kostet es? Ich lasse es Ihnen für 15 Schilling. Können Sie wechseln? Ja, danke. Übrigens, es ist noch ein Raum da. Es ist nicht viel drin, nur ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht möchten Sie sie sehen? Ja, sehr gern. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier haben wir gewohnt, bis meine Frau starb. Nun verkaufe ich nach und nach die Möbel. Hier ist ja kein Teleauge. Natürlich nicht. Wir sind hier im Massenviertel. Ich weiß, ich finde es nur so ungewohnt. Ja. Das ist ein interessantes Bild. Das war eine Kirche. Das Wort werden Sie kaum kennen. Doch, als ich ein Kind war, gab es noch Kirchen. Ja. Sie müssen schon ein erwachsener Mann gewesen sein, als ich geboren wurde.
Sie müssen bestimmt wissen, wie es in den Jahren vor der Revolution war. Nur ungefähr. Haben Sie das völlig vergessen, die Methoden der Unterdrückung und Versklavung in den 50er Jahren? Beinahe. Aber ich halte Sie von Ihrer Kundschaft ab. Ach, das macht nichts. Sehen Sie sich inzwischen ruhig um. Oh, entschuldigen Sie bitte. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben da einiges im Fenster, das ich mir gern näher ansehen möchte. Etwas Bestimmtes? Nein. Aber vielleicht finde ich etwas Interessantes. Ich bezweifle, dass für eine junge Dame wie Sie etwas darunter ist. Ich verstehe. Haben Sie viele Kunden? Leider nein. Der Antiquitätenhandel ist so gut wie ausgestorben. Kommen manchmal Mitglieder der äußeren Partei hierher? Warum sollten Sie? Na, haben Sie alles gesehen? Ihr Wechselgeld. Danke. Ihr Briefbeschwerer. Smith, Winston. Wo arbeiten Sie? Im Wahrheitsministerium. Welche Abteilung? Protokollabteilung. Was tun Sie hier im Massenviertel? Ich hatte Kopfschmerzen und frische Luft ist doch gut dagegen. Wann waren Sie mit Ihrer Arbeit fertig? Das war genau um 18 Uhr. Jetzt ist es 22 Uhr. Sie melden sich morgen früh um 8 Uhr bei der Gedankenpolizei. Sie sind gestern Abend ziemlich lange spazieren gegangen. Ja. Hat es Ihren Kopfschmerzen geholfen? Heute Morgen sind Sie weg. Vielleicht haben Sie zu viel gearbeitet. Nein, das glaube ich nicht. Sie finden Ihre Arbeit in der Protokollabteilung zu anstrengend? Nein. Was tun Sie in Ihrer Abteilung, Smith? Ich revidiere die Geschichte. Ihre Ausdrucksweise dürfte etwas unglücklich sein. Was Sie wirklich tun, ist die Berichtigung von Reden und falsch gemeldeten Ereignissen. Nicht wahr? Ja. Das zeigt, wie notwendig es ist, die Neusprache so bald wie möglich als offizielle Sprache einzuführen. Wenn das neue Wörterbuch herausgegeben ist, wird weniger Gefahr bestehen, Dinge beim falschen Namen zu nennen. Haben Sie gestern Abend im Massenviertel irgendeinen Laden betreten? Nein. Haben Sie mit irgendjemand gesprochen? Nein. Haben Sie auf Ihrem Spaziergang irgendein anderes Mitglied der äußeren Partei gesehen? Nein. Sie wissen, dass die Partei es missbilligt, wenn sich ihre Mitglieder unter die Massen mischen. Ja. Glauben Sie, dass das unvernünftig ist? Nein. 6748, Sie sind ein Mitglied der privilegierten Klasse. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Beschränkungen genauso hinnehmen wie Privilegien. Ich hatte gehofft, wir könnten diese Sache hier in Ihrem eigenen Ministerium erledigen. Aber ich finde Ihre Erklärungen unzulänglich. Dieser Bericht geht zur weiteren Behandlung ans Liebesministerium. Ich denke, wir erledigen den Fall hier. Sie sind gewarnt. Sie haben in Zukunft alle Anweisungen genau zu befolgen. Sie können jetzt in Ihre Abteilung gehen. Richtlinie Nummer 424b herausgeben um 10 Uhr heute. 674,
4 Arzt Miss Winston. Betrifft Verlautbarung des großen Bruders in der Zeitung vom 12.11.1983. Da die eurasische Offensive im Gange ist, kann der große Bruder unmöglich vorausgesagt haben, dass dieser Frontabschnitt ruhig bleiben würde. Die ganze Rede umschreiben. Herausstellen, dass durch unser unfehlbares Spionagesystem der große Bruder vorher Kenntnis von den Plänen des Feindes hatte. Benötige Exemplar der Zeitung vom 12.11.1983. 6127 Sime. Folgende Männer werden des Verrats schuldig befunden und existieren nicht mehr. Konrad Salinger, Gordon Prentice, Harold Struhl. Alles streichen, was sich in den Zeitungen vom 2.8. und 26.1. auf Sie bezieht. Benötige Exemplare der Zeitungen vom 2.8. und 26.1. Was haben Sie da, Smith? Diese Fotografie lag hier zwischen den Seiten der Zeitung. Welche Fotografie? Johnson und Rutherford. Die haben doch gestanden, dass sie in der Hasswoche für die Untergrundbewegung in Eurasien waren. Aber hier steht... Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich sehe keine Fotografie. Es gibt keine Fotografie der Verräter Jones und Rutherford. Nicht wahr? Nein. Das System ist noch nicht vollkommen. Es kommt vor, dass Fehler unterlaufen. Achtung, Genossen! Auf die Plätze für die 2 Minuten Hasssendung! Im Entscheidungskampf mit den Machthabern Eurasiens, den verbrecherischen Aggressoren, die ihre Waffen gegen das friedliebende Ozeanien richten und deren Endziel die Weltherrschaft ist. Sie bombardieren unsere Fabriken. Die eurasischen Bestien lauern nur darauf, ihre Maschinengewehre auf uns zu richten, unsere Kinder niederzumetzeln, unsere Frauen zu vergewaltigen. Wer als Gefangener in ihre Hände fällt, marschiert dem sicheren Tod entgegen. Während unsere tapferen Streitkräfte auf Leben und Tod kämpfen, stehen wir an der inneren Front einem Feind gegenüber, der weit gefährlicher ist. Keinem aus unserem eigenen Volk, dem Erzverräter Kalador. Das ist der Mann, der Führer der Untergrundbewegung, der unsere ruhmreiche Revolution verraten hat und der den großen Bruder vernichten möchte. Der Mann, dessen Agenten unseren umwälzenden neuen Jahresplan sabotierten. Der Mann, der unseren Fortschritt hemmt und unsere militärischen Geheimnisse an den Feind verkauft. Ein Kind, der versucht, euch zu erzählen, dass der große Bruder euch verraten hat. Dass ihr euch in den Krieg gegen euer Asien hetzte, den ihr nie gewinnen könnt. Liebe! Er sagt, begreift doch! Die euer Asien sind gut. Wir wollen den Frieden. Menschen, lasst Frieden das Blut wollen, vergießen. Auf Frieden. Euch kommt es an. Feindin, Feindin, die euch bitten, das Blutvergießen endlich einzustellen.
Vom Heiratskomitee wurde heute Morgen die Erlaubnis erteilt. Wen hat man für Sie ausgesucht? Den Genossen Wren. Von der Siegesredenabteilung. Natürlich ist er in politischer Hinsicht vollkommen. Wenn wir medizinisch zusammenpassen, will das Komitee ein Treffen vereinbaren. Smith, hier ist noch ein Stuhl. Smith, Sie haben Ihre Spende noch nicht gegeben. Was für eine Spende? Für die Hasswoche. Ach so, einen Moment. Diesmal strengen wir uns mächtig an, um für alle anderen ein Beispiel zu sein. Wer hat denn noch nicht gegeben? Ah, Sam da. Wir haben jetzt schon die Familie als Gemeinschaft zerstört. Sie untersteht der Aufsicht der Gedankenpolizei. Unsere Späher haben die Kinder darauf geschult, in erster Linie für die Partei da zu sein, ohne Rücksicht auf die Eltern. Wann haben Sie Dienstschluss? 18.30 Uhr. Unser nächster Schritt ist die vollständige Ausrottung der althergebrachten Auffassung von der Liebe zwischen Mann und Frau. Diese Energie kann uns... Wo treffen wir uns? Der Staat kann es Victory nicht leisten, Square. Genossen am Denkmal. Gedanken an Nichtigkeiten verschwenden. Wann? Sagen wir 19 Uhr. Schlag gegen die Partei. Heute in 100 Jahren wird der Sexualtrieb nur noch als ein reines Symbol der Pflicht gegenüber der Partei bestehen. Achtung, Genossen! In wenigen Augenblicken werden eurasische Gefangene über den Victory Square kommen. Das sind die finsteren Untermenschen, deren erbarmungslose Gier nach Macht die zivilisierte Welt zu zerstören droht. Tod den Verbrechern! Lieder! Sie haben den Krieg gewollt und den Frieden verachtet. Wahnsinn und Machtgier trieben Sie dazu. Aber jetzt spüren Sie die Schläge der mächtigen Faust Ozeaniens. Lieder mit ihnen! An den Geigen, mit den Verbrechern, an den Geigen, mit den Verbrechern, an den Geigen! Unsere glorreiche Armee ist der unüberwindliche Wall vor Eurasiens wilden Horden. Die Zahl der Gefangenen ist noch nie so groß gewesen wie jetzt, seit Kriegsbeginn. Genossen, eure Stunde schlägt. Empfangt sie, die Mörder, wie sie es verdienen. Da kommen sie! Und gehen Sie vom Bahnhof geradeaus. Über die kleine Brücke, immer den Fluss entlang, etwa eine halbe Meile weit, bis Sie an einen umgestürzten Baum kommen. Warten Sie da auf mich im Unterholz. Ich komme auf einem anderen Wege dorthin. Können Sie das behalten? Es ist besser, Sie verschwinden jetzt. An den Galgen mit Ihnen! Hängen Sie auf!
Hallo. Hier sind wir in Sicherheit. Hier gibt es kein Mikrofon. Es dauert eine Weile, bis man es fasst, dass niemand zuhört. Oder zusieht. Wir können uns ansehen, ohne uns fürchten zu müssen. Wir können beide offen sagen, was wir wollen. Wir dürfen beieinander sein. Ich liebe dich. Ich weiß noch nicht einmal deinen Namen. Julia. Und du heißt Winston. Woher weißt du das? Was ich wissen will, das erfahre ich. Du hast es mir schwer gemacht, dir den Zettel zuzustecken. Ich dachte, du bespitzelst mich, als du damals in den Laden kamst. Du dachtest, ich wäre ein linientreues Parteimitglied, ja? Ja, deshalb habe ich dich gefürchtet. Ich hasste dich, ich hätte dich umbringen können. Das haben wir dem großen Bruder zu verdanken, dass wir uns gegenseitig fürchten und hassen. Woher wusstest du, dass ich kein gutes Parteimitglied bin? Es war etwas in deinem Gesicht. Ich spürte genau, du bist gegen sie. Einmal können wir uns hier vielleicht noch treffen. Dann müssen wir woanders hingehen. Ich weiß, eines Tages fassen sie uns. Ich möchte nicht, dass du das meinetwegen auf dich nimmst. Ich weiß nicht, was du willst. Das tue ich nicht für dich, das tue ich für mich selbst. Wir befolgen die großen Parteiregeln, dann können wir die kleinen brechen. Du warst früher schon mal hier, nicht wahr? Ja. Findest du das schlimm? Nein. Sie fürchten die Liebe, weil die Liebe eine Welt schafft, die sie nicht kontrollieren können. Sie ist es wert, dass man etwas dafür riskiert, nicht wahr? Ja. Ja. Es ist über 2 Wochen her, seit wir die Möglichkeit hatten, uns allein zu treffen. Wir sahen uns nur flüchtig auf der Straße oder bei einem Gemeinschaftsempfang. Heute Abend müsste eine Nachricht unten am üblichen Platz liegen. Selina, ich habe dich gar nicht kommen hören. Das sollten Sie auch nicht. Wir sind bei den Spähern abgerichtet, uns leise anzuschleichen. Warum bist du mir gefolgt? Wir haben Anweisung, jedem zu folgen, der sich verdächtig benimmt. Was ist denn verdächtig an meinem Benehmen? Was machen Sie hier um diese Zeit? Ich habe in meinem Zimmer oben an einem Artikel über die Neusprache gearbeitet. Dabei ist mir ein Blatt aus dem Fenster geweht. Nun versuche ich es hier irgendwo zu finden. Ich sah, wie Sie etwas aufhoben. Ich hätte meine Zigaretten fallen lassen, weiter nichts. Jetzt ist es zu dunkel. Ich werde morgen auf dem Weg zur Arbeit noch mal nachsehen. Kommst du mit, Selina? Na, kommst du, Selina? Jawohl, ich komme.
Es ist jetzt 22.30 Uhr. Wir müssen Energie sparen. Für den Krieg, der dem Frieden dient. Der Strom wird jetzt abgeschaltet. Gute Nacht, Genosse. Morgen muss deine Arbeit für die Partei besser sein als heute. Denk daran, selbst im Schlaf beobachtet dich der große Bruder. Der große Bruder sieht dich an. Wie lange habe ich geschlafen? Ich weiß es nicht. Ich bin selbst etwas eingenickt. Wir müssen bald gehen. Ob wir noch mal hierher kommen können? Einen Sonntag werden wir hier noch sicher sein. Und was machen wir dann? Jeden Tag sieht man sich und kann nicht miteinander sprechen. Wir müssen aneinander vorbeigehen und tun, als ob wir uns nicht kennen. Ich weiß. Ich weiß. Wenn wir doch etwas finden könnten, wo wir keine Angst zu haben brauchten. Wo wir länger zusammen sein könnten. Julia, ich weiß etwas. Der Antiquitätenladen, da ist oben ein Zimmer, in dem niemand wohnt, in dem auch kein Teleauge ist. Vielleicht kann ich das Zimmer mieten. Aber der alte Mann im Laden müsste eingeweiht werden. Und wenn er wollte, könnte er uns jederzeit verraten. Ich glaube nicht, dass er das macht. Ich habe mit ihm gesprochen. Der hat nur für Antiquitäten Interesse. Wenn er das Zimmer vermietet, würde er etwas verdienen und brauchte seine Schätze nicht zu verkaufen. Du hast ihn doch selbst gesehen. Einmal müssen wir uns ja doch jemandem anvertrauen. Ich glaube, wir wagen es. Irgendwie müssen sie es rausgekriegt haben. Wären wir nur eher gegangen. Es hat keinen Zweck, es ist zu spät. Geh schnell darauf, schnell! Über dem Trödlerladen ist unsere Welt geworden. Unsere eigene Welt, in der wir für kurze Zeit den großen Bruder vergessen können. Morgen ist wieder Sonntag. Sie hat gesagt, dass sie hinkommt. Der jungen Dame hat es sehr gefallen. Aber ich glaube, Sie werden es jetzt noch komfortabler finden. Seit Sie beide das letzte Mal hier waren, habe ich nämlich noch Töpfe und Pfannen heraufgeschafft. Und auch einiges von meinen Sachen dazu getan. In der Küche funktioniert jetzt alles einwandfrei. Ich fürchte nur, es wird hier nicht so ruhig sein, wie Sie es haben möchten. Ich höre es gern. Wo ich wohne, wird nicht gesungen. In unserem Bezirk wird viel gesungen. Volkslieder hauptsächlich. Die Partei versorgt uns reichlich damit. Oh, da kommt bestimmt die junge Dame. Ja, sie ist es. Guten Tag. Guten Tag. Also, ich werde Sie jetzt allein lassen. Sollten Sie etwas brauchen, ich bin unten. Danke. Du kommst spät für etwas Besonderes? Ach, die Antisex-Versammlung nahm kein Ende. Die verrückten Weiber wollten und wollten nicht aufhören. Und einkaufen musste ich auch noch für uns. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Ich war schon in Sorge. Du machst dir zu viel Gedanken. Sieh mal, was ich hier habe. Was denn? Kaffee. Mhm. Richtigen Kaffee. Und richtigen Zucker. Julia, wo hast du das her? Durch die innere Partei bekommen. Die haben alles. Aber wie kommst du daran? Durch Beziehungen. Beziehungen? Durch eine Freundin. Hast du noch mehr Überraschungen?
Abwarten. Erst mache ich uns einen Kaffee. Julia, hörst du die Frau da singen? Ich höre es gern. Nur von diesen einfachen Leuten kann die Rettung kommen. Sie werden einmal den großen Bruder und seine Bande stürzen. Julia! Augenblick. So müssten diese uniformierten Weiber dich sehen, damit sie mal merken, wie reizvoll eine Frau sein kann. Habe ich dich noch nie gesehen. Du weißt doch nicht, wie ich sie hasse. Wie ich mich vor diesem Bestien fürchte. Warum? Ich war damals noch ein Kind. Und wo wir wohnten, gab es Scharen von Ratten. Die haben meine Schwester... Es war entsetzlich. Verzeih mir, dass ich dich damit behellige. Ich mache erst mal Kaffee. Ja. Hilfst du mir? Ja. Tu da bitte Wasser rein. Tu den Zucker in die Schale, bitte. Wenn du das nur nicht mehr zu tragen brauchtest. Ich wollte, du könntest immer so bleiben wie jetzt. Das wäre ein Kampf wert. Wenn ich nur wüsste, wie man es anfangen könnte. Wenn ich nur Verbindung mit der Untergrundbewegung bekommen könnte. Wer einmal mit der Untergrundbewegung zu tun hat, lebt nicht mehr lange. Es gibt einen Mann im Wahrheitsministerium. Er heißt O'Connor. Aber der ist doch Mitglied der inneren Partei. Es sieht so aus, als ob er auch dagegen ist. Einmal muss man sich jemandem anvertrauen. Das hast du selbst gesagt. Aber doch nicht jemanden von der inneren Partei. Jemanden, der dich mit einem Wink seines kleinen Fingers vernichten kann. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte O'Connor vertrauen. Die einzigen Menschen, denen wir vertrauen können, sind wir selbst. Erinnerst du dich an Johnson und Rutherford? Sie wurden beschuldigt, während der Hasswoche im vorigen Jahr in Eurasien gewesen zu sein. Aber das stimmt nicht. Sie waren hier. Sie wurden sogar vom großen Bruder empfangen. Vor ein paar Wochen fand ich ein Bild von Ihnen in einer alten Zeitung. O'Connor hat mich damit gesehen. Und er hat dich nicht verhaften lassen? Dann wäre ich wohl nicht hier. Ein klarer Beweis für Ihre Lügen und dafür, wie die Vergangenheit wirklich war. Und ich hielt den Beweis in meiner Hand. Du kannst nicht allein gegen sie kämpfen. Wenn es eine Untergrundbewegung gibt, wenn das nicht auch nur eine ihrer teuflischen Erfindungen ist, um das Volk bei der Stange zu halten, dann möchte ich mit dabei sein. An einem der nächsten Tage werde ich zu O'Connor gehen und mich ihm anvertrauen. Bitte nicht. Unbesorgt, ich mache schon keine Dummheiten. Ich warte, bis er mir mit irgendeinem Zeichen verrät, wie er denkt. Ich mache das schon.
Ähnlichkeiten über die von den Verrätern Jones und Rutherford gestandenen schweren Verbrechen bekannt. Untersuchungen haben ergeben, dass sie nicht nur des Hochverrats schuldig sind, sondern auch der Unterschlagung von Parteigeldern, der Unterhaltung intimer Beziehungen zu Frauen der Anti-Sex-Liga, der Beseitigung hoher Parteifunktionäre und der direkten Zusammenarbeit mit dem Führer der Untergrundbewegung, mit dem Erzverräter Kalador. Miss Winston. Ja? Was ist in der Aktentasche? Ich habe mir Arbeit mitgebracht. Ich will einen Artikel über die Grammatik der Neusprache schreiben. Zeigen Sie die Aktentasche vor. Das sind Notizen für den Artikel. Alle Mitglieder der Protokollabteilung haben sich in einer Stunde zum Spätdienst zu melden. Machen Sie inzwischen Ihre Arbeit weiter. Alle Gliederungen der Partei, die an der Hasswoche teilnehmen, bereiten ihre Programme mit unvergleichlichem Enthusiasmus vor. Wie das Ministerium für Wahrheit bekannt gibt, garantieren die sorgfältigen Vorbereitungen eine noch nie dagewesene spontane Kundgebung von konzentriertem Hass gegen die Feinde Ozeaniens. Wir setzen nun unser Tagesprogramm fort. Die ausschließliche Verwendung von Worten, die durch die Partei genehmigt sind, wird die Möglichkeit von Fehltaten und Zwiedenken verhindern. Das Neusprachwörterbuch wird in kurzer Zeit schon im Staatsverlag erscheinen. Frühere Ausgaben werden zur Vernichtung eingezogen. Sie haben wohl wissenschaftliches Interesse an dem neuen Wörterbuch? Nein, nicht gerade wissenschaftlich. Haben Sie das Material, das wir benutzen, gesehen? Nein, Syme hat mir davon erzählt. Syme? Ja, er arbeitet da drüben. Syme ist ausgelöscht. Selbstverständlich muss seine Arbeit fortgeführt werden und ich halte Sie am geeignetsten dafür. Ich hätte gern, dass Sie sich das neue Material ansehen. Vielleicht kommen Sie an meiner Wohnung vorbei und holen es ab. Ich gebe Ihnen meine Adresse. Ich bin gewöhnlich nach 19 Uhr zu Hause. Kommen Sie, sobald Sie Zeit haben. Ich habe Grund zu glauben, dass Sie für uns von großem Wert sein könnten. Aber ich sage dir, es ist dieselbe Handschrift. Du meinst, er hat dir einfach seine Adresse gegeben und gesagt, er möchte dich in seiner Wohnung sprechen? Das kannst du mir nicht weismachen, das wäre viel zu gefährlich. Das Wörterbuch ist für ihn nichts weiter als ein Vorwand gewesen. Du weißt, wenn du dich irrst, würde es das Ende bedeuten. Wenn sie uns festnehmen, gibt es nichts, aber auch gar nichts, was der eine für den anderen tun kann. Die zwingen uns zu jedem Geständnis. Aber ohne innere Überzeugung. An unser Innerstes kommen sie nicht heran. Wer weiß, was die alles können. Julia. Ich glaube bestimmt, dass O'Connor Mitglied der Untergrundbewegung ist. Er bleibt die einzige Hoffnung. Ich werde es tun. Ich muss. Aber ich will dich nicht gefährden. Wohin du auch gehst. Ich bleibe bei dir. Das Ministerium für Überfluss gibt bekannt, dass die Produktionsziffern des laufenden Jahres bereits über 12% höher liegen als die entsprechenden Ziffern des Jahres 1983. Martin, bringe sie herein. Auf ist der Prozentsatz sogar noch höher. Trotzdem hat es sich nicht vermeiden lassen, dass gewisse Engpässe entstanden sind, die jedoch durch eine sorgfältige Bewirtschaftung behoben werden können. Es ist Pflicht eines jeden Genossen, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass der neue Jahresplan in allen Sparten die durch den großen Bruder aufgezeigten Ziele erreicht. Wie amtlich verlautet, werden sich die Produktionsziffern der Wirtschaft im Jahr weiterhin steigern. Freudig stellen wir fest, dass die Vorhersage des großen Bruders wieder einmal auf der ganzen Linie eingetroffen ist. Der große Bruder lenkt alles zum Besten.
können das ausschalten? Einige wenige Mitglieder der inneren Partei haben dieses Vorrecht. Nun? Ist es wirklich ausgeschaltet? Wir sind hergekommen, weil Sie beide glauben, dass es eine Verschwörung gibt, irgendeine Organisation, die gegen den großen Bruder arbeitet. Ja, und ich glaube, dass Sie daran beteiligt sind. Wir möchten der Widerstandsbewegung beitreten. Seien Sie ohne Sorge. Martin gehört zu uns. Kommen Sie, Martin, bringen Sie die Getränke hierher. Wir wollen uns lieber hinsetzen, es spricht sich netter. Ich glaube, es ist angebracht, mit einem Toast zu beginnen. Das ist Wein. Ich fürchte, davon werden Sie in der äußeren Partei nicht allzu viel zu sehen bekommen. Worauf wollen wir trinken? Auf den Triumph von Kalador? Auf die Ausrottung der Gedankenpolizei? Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Sie können jetzt gehen, Martin. Aber bevor Sie gehen, prägen Sie sich die Gesichter dieser beiden Kameraden ein. Sie werden sie wiedersehen. Um zur Sache zu kommen, ist es Ihnen ernst? Sind Sie notfalls bereit, Ihr Leben zu opfern? Ja. Sind Sie bereit, einen Mord zu begehen? Ja. Ihr Land an eine fremde Macht zu verraten? Ja. Sind Sie bereit, sich für immer zu trennen und sich nie wiederzusehen? Nein. Nein. Gut, dass Sie es mir gesagt haben. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie im Dunkeln kämpfen werden, dass Sie keinen Rückhalt haben außer der Idee. Und wenn Sie gefasst werden, dass Sie keine Hilfe bekommen. Später werde ich Ihnen ein Buch schicken, aus dem Sie die Struktur unserer gegenwärtigen Gesellschaftsordnung kennenlernen können und die Wege, wie man sie am besten untergraben kann. Über die Organisation des Widerstandes erfahren Sie nichts. Ihre Befehle werden Sie direkt von mir bekommen. Ich nehme an, Sie haben irgendwo einen Unterschlupf. Ja, ein Zimmer über einem Trödlerladen. Da gehen wir sonntags hin, wenn es möglich ist. Tragen Sie diese Aktentasche immer bei sich? Gewöhnlich ja. Wollen Sie darauf achten, dass sie immer leer ist während der Hasswoche? Und jetzt fürchte ich, werden Sie gehen müssen. Selbst uns ist es nicht erlaubt, das Teleauge so lange auszuschalten, wie wir wollen. Ich hatte manchmal gefürchtet, es gäbe überhaupt keine Untergrundbewegung. Dass wir nur von der Partei erfunden wären. Oh, und Smith. Das Tagebuch würde ich an Ihrer Stelle vernichten.
Ich bin heute freiwillig hier, um euch von den schweren Verbrechen zu berichten, die ich in Gedanken, Wort und Tat begangen habe. Ich weiß, dass ich den Tod verdient habe. Ich habe geheime Informationen an unsere Feinde, die euer Asia verraten. Ich habe mich mit dem Erzverräter Kalador verschworen. Einen Moment mal, Genosse. Ich glaube, Sie haben die falsche Aktentasche. Ich habe mich mit dem Erzverräter Kalador verschworen, um den großen Bruder zu stürzen. Verbrecher! Hängt die Verbrecher! Hängt sie auf! Hängt sie! Julia. Ich habe es. Kalladors Buch. Gestern Abend hat mir jemand diese Aktentasche auf dem großen Platz zugesteckt. Sieht sie nicht ebenso aus wie meine? Das beweist, wie wunderbar die Untergrundbewegung organisiert ist. Und nun hör zu. Aber Liebling, doch nicht jetzt. Wer weiß, ob wir noch mal Gelegenheit haben werden. In der Protokollabteilung wird viel Arbeit anfallen. Du weißt ja, es ist die Hasswoche. Die Reden wimmeln von Fehlern und wir müssen sie richtigstellen. Hör zu. Kallador sagt, die Absicht der herrschenden Klasse ist es, an der Führung zu bleiben. Und die Absicht der Mittelklasse ist es, die herrschende Klasse zu stürzen. Und die Absicht der Unterschicht ist es, eine Gemeinschaft zu gründen, in der es keine Klassen mehr gibt. Aber der große Bruder hat die innere Partei so organisiert, dass keine Gefahr für die führende Oberschicht besteht. Julia, du hörst ja gar nicht zu. Ich möchte ein Kind haben. Ich weiß. Aber deshalb ist das hier auch so wichtig. Aber das sind nur Worte. Nein, Julia, nur so wird einmal Wirklichkeit werden, was wir wünschen. Willst du denn nicht verstehen, wofür wir kämpfen? Das ist mir schon längst klar geworden. Hier in diesem Zimmer. Und für das bisschen Glück müssen wir kämpfen. Ich weiß. Aber nicht durch Kalladors Buch oder eine Untergrundbewegung werden wir siegen. Wie denn? Glaubst du nicht, dass es noch mehr Menschen gibt, die sich lieben wie wir? Die sich auflehnen werden? Dagegen sind sie machtlos. Ja, das bleibt unsere wirkliche Hoffnung. Ich möchte wissen, ob wir das zusammen erleben. Das mag vielleicht sein. Aber wir können schon glücklich sein, dass es überhaupt eine Hoffnung gibt. Ich weiß nur eins. Wenn wir beide zusammen sind, ist es herrlich zu leben. Ihr seid des Todes. Ihr seid des Todes. Der Spiegel! Dahinter muss ein Teleauge sein. Das ist unmöglich. Das Haus ist umstellt. Keinen Widerstand leisten. In die Mitte des Zimmers. Rücken an Rücken. Keine Berührung. Die Hände über den Kopf. Ich habe Sie gewarnt, es würde hier nicht so friedlich sein, wie Sie sich's wünschten. Vor der Gedankenpolizei bleibt nie etwas verborgen. Abführen.
Schmitz, herhören. Sind Sie bereit, einen Mord zu begehen? Ja. Ihr Land an eine fremde Macht zu verraten? Ja. Sind Sie bereit, sich für immer zu trennen und sich nie wieder zu sehen? Nein. Julia! Ruhe! Julia! Ruhe, Smith! Wenn eine Frau verhaftet wird, was geschieht mit ihr? Wohin wird sie gebracht? Sie werden mich nicht aufhängen, nicht wahr? Sie wissen doch, wie ich denke. Warum haben Sie sie festgenommen? Ich habe doch versucht, mein Bestes zu tun und gar nicht gewusst, dass meine Gedanken so verbrecherisch sind. Wissen Sie, was man mich rufen hört? Nieder mit dem großen Bruder. Das habe ich nachts im Schlaf gerufen. Und anscheinend habe ich es immer wiederholt. Ich muss noch froh sein, dass Sie mich erwischt haben, bevor es weitergegangen ist. Wissen Sie, was ich sagen werde, wenn ich mich vor Gericht verantworte? Ich danke Ihnen, werde ich sagen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich gerettet haben, bevor es zu spät war. Wer hat Sie angezeigt? Mein kleines Mädchen. Sie hörte, was ich sagte. Ich habe keinen Groll gegen Sie deswegen. Das beweist, dass ich Sie immer im Geist der Partei erzogen habe. Raum 101. Nein. Ich habe euch alles erzählt. Was wollt ihr sonst noch wissen? Es gibt nichts, was ich nicht sofort gestehen würde. Nichts. Nichts! Raus! Was ist Raum 101? Sie werden mich nicht aufhängen, nicht wahr? Weil ich einmal Gedankenverrat begangen habe. Was ist Raum 101? O'Connor! Das Abzeichen runter. Ich würde nicht so begierig sein, zu erfahren, was es mit Raum 101 auf sich hat. Sie werden noch früh genug dahinter kommen. Was haben Sie mit Julia gemacht? Sie hat sie verraten, Winston. Ihr habt sie gefoltert. Ich beobachte sie schon seit langem. Jetzt werde ich Ihnen helfen. Zuerst wird man sie einer Spezialbehandlung unterwerfen, aber dann werden sie zu mir gebracht und wir beide werden uns unterhalten. Jetzt sind wir soweit, Winston. Wissen Sie, wo Sie sind, Winston? Liebesministerium. Richtig. Wissen Sie auch, wie lange schon? Tage. Wochen.
Monate, es müssen Monate sein. Wissen Sie, warum wir Lott hierher bringen? Ja, um sie zu Geständnissen zu bringen. Das glauben Sie doch nicht wirklich. Nein, wahrscheinlich nicht. Um sie zu strafen. Nein, wir bringen sie hierher, um sie zu heilen. Bei mir werden sie gesund. Niemand, den wir behandeln, wurde bis jetzt ungeheilt aus unseren Wänden entlassen. Warum bringen Sie mich nicht um? Das Erste, was Sie über diesen Ort wissen müssen, hier gibt es keine Märtyrer. Wir haben aus den religiösen Verfolgungen der Vergangenheit gelernt. Sie waren Fehlschläge. Man tötete die Ketzer und dachte, man habe damit auch die ketzerische Idee getötet. Wir machen diesen Fehler nicht. Wir überzeugen die Zweifler. Aber warum bemühen Sie sich um mich? Sie sind ein Fehler im Muster, Winston. Ein winziger Fleck, der das Farbbild stört. Wenn ein Mann wie Sie sich für uns entscheidet, muss es aus freiem Willen geschehen. Wir rotten den Ketzer nicht aus, wir bekehren ihn. Wir bemächtigen uns sogar seines Unterbewusstseins. Wir formen in uns, wir brennen alles, was uns nicht passt, aus ihm heraus. Wir bringen ihn auf unsere Seite aber nicht nur dem äußeren Schein nach, sondern wahrhaft, mit Herz und Seele. Wir machen aus ihm einen überzeugten Anhänger des Systems. Von denen, die wir hierher gebracht haben, ist keiner mehr gegen uns. Wir führen jeden Schritt für Schritt bis zu einem Punkt, von dem es kein Zurück gibt. Für ihn gibt es solche Begriffe nicht mehr wie Liebe oder Freundschaft oder Lebensfreude oder Lachen oder Kühnheit oder Neugier oder Redlichkeit. Wir werden sie aushöhlen. Wir werden sie völlig leer pressen und dann werden wir sie anfüllen mit unserem Geist und der Liebe zum großen Bruder. Ehe wir nur mit Ihrer Behandlung beginnen, haben Sie noch irgendwelche Fragen, die Sie beantwortet haben möchten? Wo ist Julia? Sie lebt. Nächste Frage. Existiert Kalador tatsächlich? Und die Untergrundbewegung, existiert die auch? Das, Winston, werden Sie nie erfahren. Aber eben diese Fragen beweisen das absolute Abirren Ihres Gedächtnisvermögens vom Normalen. Und eben diese Verwechslung von Wirklichkeit und Fantasiegebilden macht Sie zu einer Gefahr für uns. Um ein Beispiel zu nennen, haben Sie jemals ein Buch bekommen, das angeblich von Kalador geschrieben wurde? Ja. Irgendjemand gab es mir am Victor Square. Sind Sie ganz sicher, dass das Buch überhaupt existiert hat? Ich will die Wahrheit wissen, Winston. Sagen Sie mir, woran Sie sich zu erinnern glauben. Ich hatte das Buch. Abführen. Nun zu einer anderen Wahnvorstellung von Ihnen. Sie glauben, Sie hätten eine Fotografie der Verräter Jones und Rutherford in Ihren Händen gehabt. Ich hatte sie wirklich. Sie haben sie als dokumentarisches Beweisstück dafür genommen, dass das Geständnis der beiden falsch war, obwohl ich Ihnen gesagt habe, dass nie ein Foto existiert hat. Es hat existiert. Es existiert noch. Es existiert in meinem Gedächtnis. Ich erinnere mich daran und Sie erinnern sich daran. Ich erinnere mich nicht daran. Es gibt eine Parteivorschrift über die Kontrolle der Vergangenheit. Wie lautet die, Winston? Wer die Vergangenheit unter Kontrolle hat, kontrolliert die Zukunft. Und wer die Gegenwart unter Kontrolle hat, kontrolliert die Vergangenheit. Und wo existiert Ihrer Meinung nach die Vergangenheit? In den Akten. Die Partei hat alle Akten unter Kontrolle. Und im menschlichen Gedächtnis. Die Partei hat das Gedächtnis aller Menschen unter Kontrolle. Das Gedächtnis aller Menschen? Mein Gedächtnis haben Sie nicht kontrolliert. Das ist ein Irrtum. Sie haben es nicht kontrolliert. Deswegen sind Sie hier. Es fehlt Ihnen an Demut, an Selbstdisziplin. Sie müssen mit äußerster Willenskraft versuchen, Ordnung in Ihre wirren Gedanken zu bringen. Nur so können Sie gesunden. Aber erst müssen Sie lernen, bescheiden zu sein. Erinnern Sie sich daran, in Ihr Tagebuch geschrieben zu haben, dass Freiheit, die Freiheit bedeutet zu sagen, dass 2 plus 2 4 ist? Wie viele Finger sind das hier? 4. Und wenn der Staat sagt, nicht 4, sondern 5, wie viel? 4. Führt ihn ab.
Wie viel Finger? Vier. Vier. Was kann ich denn anders sagen als vier? Zweiter Grad. Zweiter Grad. Eins, zwei, aus. Wie viel Finger winsten? Vier. Vier. Dritter Grad. Dritter Grad. Eins, zwei, drei, fünf. Fünf. Vier, fünf. Ich sage ja alles. Nur aufhören. 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 Auf. Das hat keinen Zweck, Winston. Sie lügen. Sie denken immer noch, es sind vier. Ich kann doch nichts dagegen machen. Ich muss sagen, was ich sehe. Zwei und zwei ist vier. Manchmal. Wir haben das vorhin schon betont. Manchmal sind es vier und manchmal, wenn der Staat es sagt, sind es fünf. Wie viel Finger? Ich versuche, fünf zu sehen. Wie soll ich das verstehen? Dass Sie mir vormachen, fünf zu sehen, oder dass Sie wirklich fünf sehen? Dass ich Sie wirklich sehe. Sechster Grad. Sechster Grad. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aus. Noch einmal. Wie viel Finger? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vier, fünf, sechs. Ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Schon besser. Nun, Winston, ohne jede Beeinflussung. Das hier sind fünf Finger. Sehen Sie fünf Finger? Ja. Sehen Sie mich an. Haben Sie jemals ein Buch von Kalador gelesen? Nein. Ein solches Buch hat nie existiert, nicht wahr? Nein. Sehen Sie, wie das Denken kontrolliert und reingewaschen werden kann? Sogar bei den Verrätern Jones und Rutherford, an deren Unschuld Sie einst glaubten, wir haben sie am Ende doch gebrochen. Als wir mit ihnen fertig waren, war nichts mehr in ihnen zurückgeblieben als Trauer darüber, was sie getan hatten, und Liebe für den großen Bruder. Stehen Sie auf. Kommen Sie näher. Genug. Es ist schon eine Weile her, dass Sie sich gesehen haben, Winston. Hier. Ach. Was habt ihr aus mir gemacht? Wissen Sie eine einzige Erniedrigung, die Ihnen nicht widerfahren ist? Nein. Sind Sie bereit, sich für immer zu trennen und sich nie wiederzusehen? Nein. Julia. Julia. Ich habe Julia nicht verraten. Ich habe Julia nicht verraten. Nein. Nein, das ist wirklich wahr. Sie haben Julia nicht verraten. Kommen Sie mit, Winston. Winston,
Sie waren doch so neugierig auf Raum 101. Dahinter verbergen sich viele Räume. Der hier zum Beispiel. Sie werden gleich erfahren, was hinter dieser Tür ist, Winston. Aber um Ihre Neugier zu steigern, will ich Ihnen etwas verraten. In Raum 101 finden Sie alle Schrecken der Welt. Selbstverständlich ist das individuell verschieden. Es kann ja lebendig begraben werden sein, oder Tote getränken, oder Feuer, oder aufspießen, oder 50 andere Todesarten. Welche Todesart würde für Sie die schlimmste sein, Winston? Nein, antworten Sie nicht. Sie haben es mir schon verraten. Eine Ratte! Eine Ratte! Sie ist weg. So habe ich dich noch nie gesehen. Ich weiß doch nicht, wie ich sie hasse, wie ich mich vor diesen Bestien fürchte. Warum? Ich war damals noch ein Kind. Und wo wir wohnten, gab es Scharen von Ratten. Die haben meine Schwester. Es war entsetzlich. Kommen Sie, Winston, worauf warten Sie? Nicht auf mich! Nicht auf mich! Hält sie auf Julia! Mir ist es gleich, was ihr mit ihr macht! Hält sie auf Julia! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Jetzt, Winston, haben Sie den Weg zu uns gefunden. Sie wurden geläutert. Morgen werden Sie freigelassen. Achtung! Soeben gibt das Friedensministerium einen neuen Bericht heraus. Der Vormarsch der euroasischen Armee im Süden der afrikanischen Front wird ständig weiter vorgetragen. Es besteht die Gefahr, dass, wenn nicht sofort ein Gegenangriff gemacht wird, ganz Zentralafrika den anstürmenden Horden in die Hände fällt. Ein Verlust dieses Gebietes würde eine schwere Belastung der anderen Fronten Ozeaniens sein. In Anbetracht der ernsten Lage wird das Wahrheitsministerium laufend weitere Berichte herausgeben. Julia. Ich habe dich verraten. Ich habe dich verraten. Sie finden Mittel, dich zu allem zu zwingen.
Mittel, an denen man zerbricht. Und dann hörst du dich sagen, tut es mir nicht an, tut es dem anderen an. Ich weiß. Sie bringen einen so weit, dass man nichts mehr für den anderen empfindet. Julia. Glaubst du wirklich, dass ihnen das bei uns gelungen ist? Glaubst du nicht? Nein. Sie sind nicht allmächtig. Wozu noch reden? Wir sind tot. Julia! Achtung! Achtung! Wir bringen Ihnen den neuesten Bericht von der afrikanischen Front. Das geniale Umfassungsmanöver, das ausschließlich vom großen Bruder geplant wurde, war von Erfolg gekrönt. Wir konnten uns rechtzeitig vom Feind absetzen und vorbereitete Stellungen beziehen. Die feindlichen Horden sind in voller Flucht vor unserer ruhmreichen Armee. Sie sind völlig demoralisiert und kommen für einen ernsthaften Widerstand kaum noch in Frage. Lang lebe der große Bruder! Lang lebe der große Bruder! Nieder mit dem großen Bruder! Er ist der Feind!